Herzlich willkommen zu meinen Videos, zu meinen Daily Updates. Heute ist der 8.10.2020. Heute war Corona da. Heute ist Donnerstag. Glaube ich zumindest. Ja, ist Donnerstag. Es ist nach 19 Uhr. Es war ein ganz ruhiger Tag. Wir waren etwas draußen, haben Kaffee getrunken und getratscht. Und ich habe heute nicht mal ein Nikotinpflaster gebraucht. Sonst bin ich relativ müde. Ich muss morgen um 9:30 aufstehen. Oder so vor 10. Und habe um 10:30 das Gespräch mit Kerstin. Ich bin jetzt jeden Tag so müde. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin eh schon seit Monaten müde, aber jetzt wieder extrem. Es war jetzt eine Zeit lang etwas besser, aber momentan ist es wieder ganz, ganz arg. Ich bin heute eine halbe Stunde vor der Tageslichtlampe gesessen. Und das hat mir ganz gut getan. Und ich war auch relativ wach, wie Corinna da war. Außer zwischendurch mal. Und es war ganz, ganz interessant und lustig mit Corinna. Ich habe mich sehr auf sie gefreut. Und ja, der Tag ist schnell vergangen. Irgendwie vergeht die Zeit mit Corinna und mit Sonja immer extrem schnell. Und am 16. habe ich einen Zahnarzttermin, vor dem ich mich jetzt schon fürchte. Ich habe eine extreme Zahnarztphobie. Und ja, das, aber es bleibt mir nicht erspart. Mir ist eine Plombe rausgegangen. Aus dem Zahn. Hier vorne. Hier circa. Und das gehört repariert, weil es tut weh beim Trinken und beim Essen. Und ja, das kommt. Passiert am 16. Aber ohne Narkose, nur mit Betäubung. Ich habe halt schon extreme Angst, aber es bleibt mir nicht erspart. Weil so Zahnlücken können ja zu Herzbeutelentzündungen und so führen. Und das möchte ich nicht riskieren. Mein Besuch beim Internisten ist auch relativ gut gelaufen. Er hat gesagt, die Blutfette und der hohe Blutdruck sind nicht so schlimm. Die exerzieren einfach aus der Krankheit heraus. Und mit der Einstellung vom Zucker würde das auch wieder besser werden. Und ich habe jetzt ein Langzeitzuckermedikament, das 48 Stunden wirkt, und ein schnell wirkendes, das ich alle 2 Stunden spritzen kann. Und ja, und wenn das besser ist, dann kümmern wir uns um die nächsten Baustellen, aber
Die Blutfette können wir nicht ändern, weil die Medikamente gegen die Blutfette führen zu Krämpfen. Und das ist natürlich nicht das, was jetzt vorrangig notwendig wäre oder noch dazu kommen müsste, weil ich ja sowieso Spastiker bin und sowieso Krämpfe habe. Und zu Muskelkrämpfen und ich neige zu Muskelkrämpfen und dieses Medikament baut aber Muskeln ab und reduziert das Blutfett, aber kann Krämpfe auslösen. Und so schlimm ist der Wert nicht, dass man das schon einsetzen müsste. Es gibt da auch, glaube ich, nichts anderes. Oder hat nichts anderes gesagt. Einfach mit der HbA1c-Einstellung, also dem Langzeitzucker, das wieder so niedrig gekommen wie es vorher war. Und dann sollte sich der Blutdruck und der Blutfettwert auch wieder normalisieren. Weil eigentlich entsteht alles, was ich habe, heraus aus der MS und lässt sich daher schwierig behandeln. Und ist einfach eine Konsequenz von der MS. Und es ist nicht so, dass man es nicht behandeln muss, aber wenn der Zucker erstmal im Griff ist, dann können wir uns um die nächsten Baustellen kümmern. Und wenn dann der Herzschlag und der Blutdruck noch immer so hoch sind und das Blutfett noch immer so hoch ist, dann kann man noch immer was machen. Aber sollte sich wieder einkriegen, wenn der Zucker normal ist. Und das sind einfach... es dauert einige Wochen, bis man den Zucker so eingestellt hat, dass er nicht mehr so schwankt und nicht mehr so hoch geht. Und das dauert einfach. Und dann kann man noch immer schauen, wie die Blutwerte dann sind. Und ja, ich bin jetzt nicht groß eingeschränkt worden in dem, was ich esse. Und auch noch nicht auf Broteinheiten. Also genau, dass ich abwiegen muss, was ich esse. Sondern einfach auf zwei verschiedene Blutzuckersenker und eine Tablette, die das Insulin im Blut von der Bauchspeicheldrüse und von das zugeführte Insulin verstärken soll. Das hat eine leichte Nebenwirkung, es führt zu Durchfall. Und da ich sowieso an Verstopfung neige, ist dieser Durchfall nicht so schlimm. Ich habe das heute das erste Mal gemerkt und ich glaube, es kam von dieser Tablette, dass ich zweimal am Klo war und jetzt hat es sich wieder beruhigt. Ja. Aber kann man nicht sagen, ob es von dieser Tablette kam oder nicht. Eine Vermutungsweise. Und sonst geht mir mittelmäßig bis ganz okay. Und ich freue mich auf das Gespräch morgen. Mir ist hier ein Mitesser aufgelaufen. Direkt am Mundwinkel. Ja, und sonst gibt's eigentlich nichts Neues. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
Ciao, macht's gut, Arines.